Liebe Kinder, liebe Familien, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer Kinderkirche daheim am 4. Fastensonntag. Ein Herz, dieses Symbol kennst du bestimmt. Menschen, die sich gern haben, schenken sich ein solches Herz. Es gibt aber auch Menschen, von denen man sagt, die haben ein ganz großes Herz. Was kann denn dieses Sprichwort bedeuten? Wie ist denn jemand, der ein großes Herz hat? Ein Mensch mit einem großen Herzen, der teilt gerne mit anderen. Der ist dankbar für das, was er hat. Der ist freundlich und er kann gut vergeben. Viele Erzählungen und Taten Gottes gibt es, die zeigen, dass auch Gott ein solch großes Herz hat. So haben wir zum Beispiel letzte Woche von Mose am Dornbusch gehört, wo Gott uns seinen Namen gesagt hat. Ich bin da. Gott verspricht uns immer, für uns da zu sein. Dazu braucht man auch ein großes Herz. Im heutigen Evangelium erzählt Jesus den Menschen der damaligen Zeit eine Geschichte, die auch Gottes großes Herz beschreibt. Hör einmal genau zu. Immer wieder wurde Jesus von seinen Gegnern gefragt: Warum gibst du dich mit Leuten ab, die Gottes Gebote nicht achten? Warum gehst du in ihre Häuser und feierst mit ihnen? Glaubst du etwa, Gott habe Gefallen daran? Da erzählte ihnen Jesus diese Geschichte. Es war einmal ein Mann, der hatte zwei Söhne. Eines Tages kam der jüngere Sohn zu seinem Vater und sagte: Gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Ich will nicht mehr bei dir bleiben. Ich gehe weg von hier. Da gab ihm der Vater sein Erbteil. Der Sohn aber packte alles zusammen, machte sich auf und zog in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und feierte mit seinen Freunden ein Fest nach dem anderen. Alle aßen und tranken sich voll. Der Sohn zahlte alles, denn er hatte ja genug Geld. Eines Tages aber, als er wieder zahlen wollte, war sein Beutel leer. Er konnte nichts mehr kaufen und keine Feste mehr feiern. Da wollten auch seine Freunde nichts mehr von ihm wissen. Alle liefen weg und ließen ihn allein. Aber was sollte er nun tun? Er hatte großen Hunger und er fand nirgends eine Bleibe. Da ging der Sohn zu einem Bauern und bat ihn: Kann ich dein Knecht sein? Du kannst die Schweine hüten, sagte der Bauer und schickte ihn hinaus aufs Feld zu den Schweinen. Da saß nun der Sohn draußen vor der Stadt bei den Schweinen. Seine Kleider waren zerrissen und er litt furchtbaren Hunger. Er hätte sogar das Schweinefutter gegessen, so groß war sein Hunger. Da ging der Sohn in sich. Auf einmal dachte er wieder an seinen Vater. Und er sagte zu sich: Wie viele Knechte hat mein Vater? Und sie haben alle genug zu essen. Aber ich sterbe vor Hunger. Doch ich weiß, was ich mache. Ich gehe zu meinem Vater zurück und will ihm sagen: Vater, ich weiß, ich bin schuldig geworden, vor Gott und vor dir. Ich kann nicht mehr dein Sohn sein. Das bin ich nicht wert. Aber lass mich wenigstens dein Knecht sein. Und sogleich machte sich der Sohn auf den Weg, so wie er war, barfuß und in den zerlumpten Kleidern. Endlich sah er in der Ferne das Haus seines Vaters. Aber er traute seinen Augen nicht. Dort vor dem Haus stand sein Vater. Er hatte ihn nicht vergessen. Er hatte schon auf ihn gewartet. Nun lief er ihm sogar entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, stammelte der Sohn,
Ich bin schuldig geworden vor Gott und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater fiel ihm ins Wort. Ihr Knechte, rief er, holt schnell das schönste Kleid hervor und legt es meinem Sohn an. Gebt ihm auch Schuhe und steckt einen goldenen Ring an seine Hand. Dann schlachtet das Kalb, das wir gemästet haben. Macht ein Festessen und freut euch mit mir, dass mein Sohn lebt. Ich hatte ihn verloren, doch nun hat er heimgefunden. Mit der Reaktion des Vaters hat der Sohn bestimmt nicht gerechnet, denn der Vater macht ihm keine Vorwürfe und schimpft ihn nicht. Er ist einfach nur froh, dass sein Sohn wieder da ist. Er ist so froh, dass er sogar ein großes Fest für ihn feiert. Der Vater in der Geschichte, die Jesus erzählt hat, hatte also auch ein großes Herz. Jesus erzählte diese Geschichte für alle Menschen, egal ob sie sich richtig oder falsch verhalten. Seine Geschichte erinnert auch heute daran, dass Gott dieser gute und barmherzige Vater für alle Menschen sein möchte. Gott liebt dich und du darfst immer zu ihm kommen, so wie du bist. Gott lädt uns auch ein, bei ihm zu bleiben, in seinem Herzen. Gott hat also ein großes Herz, das für jeden offen ist, auch wenn man mal einen Fehler macht. Und mit diesem Vertrauen wollen wir auf unserem Fastenweg ein Stück weitergehen. So wollen wir nun noch gemeinsam um den Segen Gottes für die kommende Woche bitten. Guter Gott, du bist barmherzig zu uns. Du bist immer für uns da. Wir dürfen mit all unseren Fehlern zu dir kommen. Du schließt uns in deine Arme wie eine liebende Mutter oder ein liebender Vater. Dafür danken wir dir. Amen. So segne uns der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir wünschen euch, dass ihr dieses große Herz Gottes in der kommenden Woche ganz oft spürt. Bis zum nächsten Sonntag. Tschüss. Tschüss.